Kommt aus so einem kleinen Kopfhörerverstärker wirklich so ein fetter Bass-Sound wie aus einem normalen Bassverstärker? Ich habe 6 der derzeit beliebtesten Kopfhörerverstärker getestet, worin sie sich unterscheiden und wo ihre Vor- und Nachteile liegen. Und am Ende des Videos zeige ich dir, welchen oder welche dieser kleinen Teile ich für den oder die besten Kopfhörerverstärker für Bass halte. Hey, ich bin der Alex von eberslern.de. Kopfhörerverstärker erfreuen sich gerade wegen ihrer Größe und Praktikabilität wachsender Beliebtheit. Denn so ein Kopfhörerverstärker kann rein von der Idee her eine gute Alternative zu einem normalen Bassverstärker sein. Entweder weil du auf Reisen bist und neben deinem Bass nicht auch noch einen Verstärker mitnehmen möchtest, oder auch einfach, um daheim jederzeit und überall üben zu können, ohne deine Nachbarn oder deine Familie zu nerven. Daher habe ich mir 6 dieser Kopfhörerverstärker einmal bestellt und habe sie, als ich letztens mal wieder unterwegs war, in einem Hotelzimmer getestet. Los geht's! Der erste Kopfhörerverstärker auf der Liste ist der Plexstar M-Plug 2 Fly Bass, den es Stand Mai 24 für 49 Euro beim Thomann gibt. Mit dem Plexstar bekommst du ein meiner Meinung nach grundsolides und gutes Gerät. Der Klinkenstecker, mit dem du den M-Plug an den Bass anschließt, ist flexibel und hat bei mir an jeden Bass, den ich besitze, bestens gepasst. Der Kopfhörer wird per Mini-Klinke angeschlossen und auch externe Abspielgeräte wie zum Beispiel ein Laptop oder ein Tablet verbindest du mit einem Mini-Klinke-Kabel. So ein Aux-In, also die Möglichkeit, ein Laptop oder ein Tablet anzuschließen, haben eigentlich alle im Video getesteten Geräte. Und sowas ist natürlich auch sehr praktisch, da du so zu Songs oder YouTube-Videos oder einem Online-Kurs wie zum Beispiel dem vom eberslern.de spielen kannst. Per Knopfdruck stehen dir 3 verschiedene Sounds zur Verfügung. Ein Clean Sound, ein modernerer Sound und ein Overdrive Sound. Ich finde ehrlich gesagt jeden dieser 3 Sounds brauchbar und gut. Außerdem hast du noch die Möglichkeit, über diese 3 Regler Gain, Ton und Gesamtlautstärke zu regeln. Das ist zwar ein bisschen fummelig, geht aber aufgrund der Größe des M-Plugs einfach nicht wirklich anders. Die Stärke des Geräts liegt einfach in seiner Einfachheit. Und das meine ich ganz ehrlich positiv. M-Plug rein, eine der 3 Sounds auswählen, Lautstärke anpassen und los geht's. Zusätzlich hat der Plexstar noch 6 verschiedene Rhythmus-Pattern am Start. Die sind okay, aber mehr auch nicht. Das Tempo des Drumloops lassen sich via Tab einstellen. Und ich muss aber sagen, das ist echt mühsam und ich würde hier immer einen Drumcomputer per App in den Aux-In nutzen. Strom bekommt der Plexstar von 2 AAA-Batterien, welche sogar im Lieferumfang dabei sind. Die Batterien reichen laut Hersteller für bis zu 17 Stunden. Das ist okay, aber einen internen Akku, den man laden kann, finde ich ehrlich gesagt besser. Je nachdem, welche Kopfhörer man benutzt, rauscht der Plexstar schon recht stark. Bei meinen Biodynamic DT990 war das jetzt nicht so stark hörbar, allerdings bei meinen Apple-Kopfhörern hat es mich dann schon irgendwann genervt. Der nächste ist der Vox M-Plug 3 Bass. Den es Stand Mai 24 für 54 Euro beim Thomann zu kaufen gibt. Der Vox ist dem Plexstar nicht nur optisch sehr ähnlich, die beiden Geräte sind in vielerlei Hinsicht sogar identisch. Der gleiche flexible Klinkenstecker und die gleiche Aux-In-Buchse für das Anschließen eines externen Gerätes zum Üben oder Mitspielen. Und auch der Vox nimmt seinen Strom von 2 AAA-Batterien, die für bis zu 11 Stunden Spielspaß reichen sollen. Und ich hätte auch wieder hier einen internen Akku, den man laden kann, besser gefunden. Auch hier hast du wieder 3 Drehregler, mit denen du Gain, Ton und Gesamtlautstärke einstellen kannst. Und auch der Vox hat Drumloops am Start, zu denen du üben und jammen kannst. Während es aber beim Plexstar nur 6 verschiedene Patterns sind, hat der Vox 9 verschiedene Drumgrooves am Start. Die sind auch hier okay, aber ich würde sie aus den gleichen Gründen wie beim Plexstar nicht nutzen. Soweit die Gemeinsamkeiten. Stehen dir beim Plexstar 3 Presets zur Verfügung, hat der Vox nur 2 Preset-Sounds. Einen cleanen, klassischen Sound und einen verzerrten Sound. Das ist ein Preset-Sound weniger als der Plexstar, was aber meiner Meinung nach trotzdem reicht. Ich finde beide Sounds gut und mir persönlich gefällt der Sound sogar ein wenig besser als der des Plexstar-Amps. Im Gegensatz zum Plexstar hat der Vox noch 3 Effekte an Bord. Einen Hall, einen Chorus und ein Delay.
Die klingen alle drei in Ordnung, wären für mich jetzt aber ehrlich gesagt kein entscheidender Punkt, um mich für den Vox zu entscheiden. Unterm Strich bekommst du mit dem Vox ein echt cooles Teil, das in vielen Teilen dem Blackstar zwar gleicht, aber meinen Ohren ein Ticken besser klingt und zusätzlich hast du sogar noch ein paar Effekte dabei. Außerdem hatte ich bei dem Vox das Gefühl, dass er weniger rauscht. Der nächste auf der Liste ist der Rushhead Max Bass von Velvetone, den es für den absoluten Sparpreis von nur 34,20 Euro bei Amazon gibt. Der Rushhead hat als einziger keinen flexiblen Klinkenstecker. Das hat jetzt aber bei meinen Bässen und beim Testen für mich nicht so den Unterschied gemacht. Was ich sehr cool finde, ist, dass er einen internen Akku hat und via USB-Kabel aufgeladen werden kann. Mit vollem Akku kann man dann bis zu 5 Stunden spielen. Außerdem hat er eine Akkuanzeige am Gerät. Die Drehregler am Rushhead sind an der Oberseite angebracht und lassen sich einfach drehen. Ich finde diese Lösung ehrlich gesagt ein bisschen besser als beim Vox und beim Blackstar. Regeln kann man am Gerät die Lautstärke, den Ton, man hat einen Ambient-Regler und einen Mode-Regler, dazu gleich mehr und die Eingangslautstärke. Es stehen drei Grundsounds als Preset zur Verfügung. Einen clean, klassischen Sound. Einen Overdrive, einen angezerrten Sound. Und einen richtig verzerrten Sound. Sound ist Geschmackssache. Ich finde alle drei Sounds gut, allerdings insgesamt ein wenig steril, beziehungsweise haben sie für mich jetzt nicht so wahnsinnig viel Charakter. Der Rushhead hat zusätzlich noch zwei Effektregler. Einmal den Ambient, den dreht man einfach per Regler hinzu und hat die Wahl zwischen Echo, Reverb oder beiden, so einem Echo-Verb. Je weiter man den Ambient-Regler aufdreht, desto intensiver wird der Effekt. Als zweiten Weg gibt es den Mode-Weg, was für Modulationseffekte steht. Da hast du die Wahl zwischen Flow, was ein Chorus ist, Tremolo und einem Flanger. Was der Rushhead nicht hat, sind Drum Loops. Wenn dir das also wirklich wichtig ist, ist der Rushhead eher nichts für dich. Aber er hat einen Aux-In, also du kannst auch hier Drum Loops, Musik oder was auch immer mit dem externen Gerät problemlos per Kabel anschließen und dann loslegen. Insgesamt bekommst du mit dem Rushhead ein gutes Teil, was neben drei guten Grundsounds auch noch ein paar Effektspielereien an Bord hat. Ich muss allerdings zugeben, dass er mich jetzt vom Sound her nicht so überzeugt hat. Der Fender Mustang Micro. Den gibt es für 99 Euro beim Thomann. Der hat wieder einen flexiblen Stecker und ebenfalls einen eingebauten Akku, der bis zu 4 Stunden spielen erlaubt. Was ich sehr cool finde, der Fender Micro hat kein Aux-In-Buchse, sondern du kannst externe Geräte per Bluetooth verbinden und sparst dir somit ein Kabel. Ansonsten ist der Fender Mustang Micro eher was für die Gitarre. Dir stehen zwar 12 verschiedene Verstärker und 13 Effekte wie Chorus, Hall und so weiter zur Verfügung, aber die sind eben alle für die Gitarre ausgelegt und nicht für den Bass, zum Beispiel der Twin Deluxe mit Spring Reverb oder der British Amp mit Chorus und Delay. Das ist eine schöne Spielerei, aber ein guter Basssound ist es eben nicht. Einzig der DI-Sound ist für den Bass brauchbar. Der ist zwar gut, aber du kannst meiner Meinung nach nicht mal ansatzweise das Potenzial des Geräts für dich ausnutzen. Daher ist der Mustang für mich jetzt eher nichts für den Bass. Nächster Kopfhörerverstärker ist der Nux MP3 Mighty Plug Pro, den es für 98 Euro beim Thomann gibt. Der Mighty Plug Pro besitzt einen flexiblen Stecker und sein interner Akku, der per USB-C geladen wird, reicht für bis zu 5 Stunden Spielzeit. Aux-In ist hier auch nicht mit einer Mini-Klinkenbuchse gelöst, sondern du schließt dein Tablet oder Smartphone per USB-Kabel an. Was recht clever ist, denn ein USB-Kabel hat jeder, der ein Tablet hat, aber eine Mini-Klinkenkabel wird man sich wahrscheinlich erst zulegen müssen. Am Gerät selber kann man jetzt nicht so viel einstellen, nur an-aus und man hat einen großen Knopf, mit dem man zwischen den einzelnen Presets wechseln kann. Alles andere regelst du in der kostenfreien Mighty Amp App. Denn der Mighty Plug Pro ist viel mehr als nur ein simpler Kopfhörerverstärker.
Konzipiert für Bass und Gitarre stehen dir 19 Gitarren und 2 Bassverstärker zur Verfügung. Der AGL und der MLD. Ein bisschen schade finde ich, dass man wissen muss, dass diese beiden die Bassverstärker sind. Weder in der App noch im Begleitheft ist es ersichtlich. Dabei wäre es total einfach gewesen, vor das AGL ein BS oder vor das MLD ein BS zu setzen und sofort weiß jeder, was gemeint ist. Den Amp einstellen ist aber nur ein Anfang von dem, was du in der App alles einstellen kannst. Ich stehe dir jegliche Art von Effekten, also Verzerrer, Chorus, Delay, und noch vieles, vieles mehr zur Verfügung. Die Möglichkeiten der Soundgestaltung sind hier schier unendlich. Man muss eher aufpassen, dass man sich nicht darin verliert. Der Sound ist sehr gut und durch die vielen Einstellmöglichkeiten sehr flexibel. Einzig, dass bei den 7 Presets, die man am Knopf des Gerätes einstellen kann, von Anfang an, also von Werkseiten her, erstmal gar kein Basssound dabei war. Das fand ich jetzt nicht so gut. Man muss erst ein Preset mit Bassverstärker erstellen. Ansonsten ist diese App sehr gut aufgebaut und einfach zu bedienen. In der App befindet sich ebenfalls ein Drumcomputer mit 10 Stilistiken und jeweils nochmal mehreren Unterkategorien. Und der klingt auch echt gut. Den würde sogar ich nehmen und nicht per AUX in einen anderen Drumcomputer nutzen. Unterm Strich, ich bin begeistert und finde, das ist ein wirklich richtig gutes Teil. Sehr vielseitig und klingt auch richtig gut. Man muss sich am Anfang etwas Zeit nehmen und sich auch mal damit befassen. Aber wenn man dann einmal seinen Sound und 2-3 Presets gefunden hat, macht das Ding richtig Spaß. Last but not least, der Boss Katana Go, den es für 129 Euro beim Thomann zu kaufen gibt. Und noch so viel vorweg, auch das Teil macht echt Spaß. Doch zuerst mal ein paar Specs. Auch hier ist der Klinkenstecker wieder flexibel und das Teil hat einen internen Akku, der via USB-Kabel geladen wird und bis zu 5 Stunden Spielzeit ermöglicht. Am Gerät ist ein großer Lautstärkeregler, was ich sehr cool finde. Außerdem ist darunter ein kleines Display, auf dem das aktuelle Preset oder das Stimmgerät, je nachdem was gerade aktiv ist, angezeigt wird. Was ich eine super Idee finde, so ist man nicht immer auf die App angewiesen und weiß einfach, an welchem Preset man ist. Der Boss Katana Go hat keine AUX-In-Buchse, sondern auch hier, wie der Fender Mustang Micro, verbindest du dein Tablet, Smartphone oder Laptop per Bluetooth und los geht's. Finde ich super. So hast du ein Kabel weniger und auch das Stimmgerät, das es integriert ist, finde ich naheliegend und richtig gut. Am Gerät selber kannst du ein- und ausschalten, die Bluetooth-Verbindung aktivieren und das Stage-Feel aktivieren. Und zwischen den insgesamt 30 Presets wechseln. Die Presets selber kannst du, wie beim Mighty Plug Pro, nur in der App bearbeiten. Die nennt sich hier Boss Katana Go und du kannst sie dir kostenlos im App Store herunterladen. Der Boss Katana Go ist für Bass und Gitarre konzipiert und, das finde ich richtig klasse, du kannst zwischen Bass-Mode und Gitarren-Mode wechseln. Im Bass-Mode stehen dir 3 Amps zur Verfügung. Ein Vintage, das ist eher so ein Ampeg-Sound. Ein Flat Sound, also gar keine Bearbeitung des Bass-Soundes. Und ein Modern Sound, wie du ihn zum Beispiel von Aguilar kennst. Denn stehen in der App jetzt nicht so viele Möglichkeiten wie beim Mighty Plug Pro zur Verfügung, aber immer noch genug. So kannst du jedes Preset so gestalten, wie du möchtest. Denn auch hier hast du wieder alle gängigen Effekte, wie zum Beispiel Chorus, Verzerrer, oder Oktaver. Auch hier hast du eine endlose Spielwiese und kannst dich, was Effekte angeht, richtig austoben. Insgesamt gefällt mir der Sound hier ein Ticken besser als beim Mighty Plug Pro. Auch hat mir hier besonders gut der Bass-Mode gefallen. Da weiß ich sofort, jetzt sind die Amps nur für den Bass. Und auch bei den Presets, also wie das Teil quasi ausgeliefert war, war sofort das erste, welches auf dem Boss installiert, vorinstalliert war, so, dass ich einfach spielen wollte. Die App ist übersichtlich und ich hatte schnell raus, wie ich was einstellen kann. Einzig Drum Loops haben gefehlt, aber ehrlich gesagt, ich kann das verkraften. Kleiner Amp, fetter Sound? Stimmt diese Aussage und welcher oder welche sind denn die besten Kopfhörerverstärker für den Bass? Ganz ehrlich, so richtig enttäuscht hat mich keiner.
Ehrlich gesagt war ich selber überrascht, wie gut das mit diesen kleinen Dingern funktioniert. Bist du eher auf der Suche nach einem Gerät, das du einfach nur mal schnell in den Bass einsteckst, Presets wählen, Laptop oder Tablet per Kabel anschließen und los geht's? Dann würde ich mich für den Vox Amplug 3 entscheiden. Der ist einfach aufgebaut, preislich in Ordnung und hat mich, was den Sound angeht, überzeugt. Bist du eher auf der Suche nach einem Gerät, was mehr kann, also per App steuerbar ist und damit auch mehr Soundmöglichkeiten mit sich bringt? Dann fällt meine Wahl auf den Boss Katana Go. Der ist zwar nicht so vielseitig und universell wie der Nux Multiplug Pro, aber mich hat der Sound überzeugt und ich finde den einfach ein bisschen durchdachter, was die Praxistauglichkeit angeht. Wie gesagt, so richtig schlecht und unbrauchbar finde ich keinen. Einzig der Fender Mustang, weil er für den Bass jetzt kaum Sounds bietet. Sonst sind alle anderen Kopfhörerverstärker gut und taugen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal an alle aus der eBassLern.de Community bedanken. Eure Mails haben mir so extrem geholfen, dieses Video zu erstellen. Ohne euch wäre es ein total anderes Video geworden. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt interessiert mich noch, welches Teil hat dir am besten gefallen? Schreib's mir in die Kommentare. Ciao, bis zum nächsten Mal. Alex von eBassLern.de.